Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode. Wir machen 21 zu 9. Und ich würde mal sagen, wir machen nochmal so eine Runde mit diesem komischen Theater der Vorrichtung Spiel. Allerdings sollten wir vorher erstmal unsere Belohnung abholen. Lasst mich schauen, wo war das nochmal? Ach, da oben war das, genau. Das ist auf mehreren Ebenen verteilt, ist die Stadt, finde ich cool auf jeden Fall. Ja, dass ich keine Ausdauer mehr habe, finde ich nicht so gut. So. Falls ihr wissen wollt, wo ich hier dieses gelbe Vieh habe, einfach oben rechts auf das I-Symbol klicken, dann kommt ihr auf die Playlist von Genshin Impact und dann könnt ihr euch nochmal die letzten paar Folgen gucken. Beziehungsweise anschauen. Okay. Ich dachte, da wäre noch was gewesen. Ja. Erkundung entsenden. Das hier einsammeln, kurz warten. So. Ja, wer ist eigentlich egal? Genau das hier. Gibt's das nochmal irgendwo? Nee, ne? Das hatten wir schon mal einmal durchforstet. Nee, okay. Zack. Zack. Und zack. So, haben wir alles. Wobei, habe ich mich vertan? Ne, ich habe mich nicht vertan. Okay, nutzen wir noch die Gelegenheit, auch mal direkt hier Essen zu kaufen. Ja, genau, sind wieder da. Bisschen viel Geld ausgeben. Wir haben eh genug. Also, zumindest wüsste ich nicht, wofür wir das Mora sonst noch brauchen. Also, wir kriegen so oft immer wieder ein bisschen was. Das ist dann, ja. Wenn ihr die letzten 200 Folgen geschaut habt, wisst ihr, was ich meine. Das ist einfach so geschenkt fast. Das und das. So. Ach, oder? Moment mal, kurz was checken. Achso, ne. Hier ist alles so beim Alten. Neue Partie ist verfügbar. Haben wir sonst nichts. Oben links wird auch nichts angeblendet. Das ist sehr gut. Allerdings wird hier was eingeblendet. Genau, Aktionsdetails, da geht es um dieses Spiel, damit wir die Währung kriegen. Allerdings haben wir die eine Währung noch nicht bekommen. Dafür gibt es scheinbar so eine Zwischenwährung für. Genau, diese Währung möchte ich gerne haben, damit wir hier Urgestein kriegen können. Und Hauptsache, man kann 7 Mal davon kriegen. Ich dachte, das wäre ein bisschen weniger. Naja gut, vielleicht verwechsel ich auch gerade was. Erhöhe den Theatertaktik auf Stufe 3, 6, 10, 500 Gegner besiegen. Ah, es gibt für jede Kleinigkeit was. Erhalte bei der 6. Partie mindestens 400 Punkte. Eigentlich wäre das sogar interessant. Wie lange haben wir denn Zeit? 10 Tage auch. Eigentlich ist das üppig. Nur ich habe jetzt keine Lust, 20 Folgen nur für das zu investieren. Das alles haben wir schon gemacht. Da hat sich auch nichts geändert. Jetzt ist das da. Gibt es da wieder irgendwie... Achso, nee, doch. Das haben wir gesehen. Was ist das denn? Eine Kristallisation einer Pyrohypostase, die konstant Wärme abgibt. Selbst die brennbare, ja, okay, aber geht da irgendwas wofür? Achso, da oben. Ja, Verbesserung von Figur. Kommt wahrscheinlich wohl im höheren Level. Ach, hier haben wir noch was. Wahrscheinlich Erz und Login. Genau. So wie immer. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal so eine Runde von diesem Minispiel. Kann ich ja eigentlich runterspringen, oder? Ach, warte, ich muss in die richtige Richtung laufen. Moment mal. Genau, falsch rum. Hündchen! Ich sag's ja eben noch, das ist ja irgendwie auf mehrere Ebenen hier die Stadt. Wir müssen auf jeden Fall, wenn alles vorbei ist, auch mal ein paar Hypostasen wieder besiegen. Damit wir unsere Charaktere weiter verbessern können. Kein Problem, viel Spaß, ist bei einer Vision. Das wissen wir alle schon, das haben wir in der letzten und vorletzten Episode ja gemacht. Neue Map, genau, damit hat es damals angefangen, als wir das beim Laternenfest spielen konnten. War diese Map als erstes gewesen. Und dann kam die und die fand ich ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Okay, dann würde ich das hier machen, oder? Was habe ich gesagt eigentlich? Ja, so kann man machen. Wir können ja eh keinen Schaden verursachen. Nur ich dachte halt, ja, Amber kann ja die Viecher wegstoßen. Genauso wie... Der verspottet Scheinbrecher, bla bla bla. Okay. Okay.
Ja, Waren verloren. Genau, mit Ningguang können wir halt die Mauer ziehen. Nehmen wir das hier. Das hat ja beim letzten Mal auch richtig gut funktioniert. Ja, wobei, ich könnte sie vielleicht sogar runterkicken, oder? Drehen wir sie mal. Ja, also ich muss mal zurückdrücken. Wenn ich sie da hinkriege, wieso nicht? Versuchen wir es mal. Wobei, ich kann diese hin und her, hin und her. Das habe ich ja bei der letzten Episode auch gemacht. Wir haben noch 2002. Ach, wir können ja auch die Karten investieren, ne? Gib ab dieser Runde am Ende jeder Runde 500 Vorrichtung. Erhöht die LP alle Gegner. Jetzt gut, darauf habe ich keine Lust. Machen wir das hier erstmal. Genau, und dann mache ich zur Sicherheit hier sowas in die Richtung des Loches. Bauen wir. Dass man nicht sofort links drehen kann, rechts drehen kann, weil das kostet ja Zeit. Vielleicht reicht das ja wirklich so aus, wenn man es einfach so macht. So, drehen. Das Problem ist, ich muss eigentlich noch was mit Schaden machen. Egal, machen wir das hier. Auch Richtung Loch haben wir. Okay, wir haben noch 250, lassen wir das Spiel beginnen. Aber auf diese 3 Sekunden müssen wir ja nicht warten. Konnte ich damit noch was machen? Nee, was war das da? Weiß ich gerade nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Hätte ich vorher lesen müssen. Naja, gut. Lasst uns jetzt überraschen. Okay, der Schaden ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Genau deswegen. Gibt es denn oben auch noch so ein Ding? Dann könnte man sie vielleicht nach vorne schubsen. So, ja, gibt es tatsächlich. Genau. Zack. Sie so ein bisschen auseinanderzuziehen, je nachdem, was das für ein Gegner ist. Bei manchen Gegnern macht es halt Sinn, eben sie nicht nach vorne zu schleudern. Oder, gut, das sind so kleine Viecher, die kriegen schon so viel Schaden. Ist es ja ein bisschen obsolet. Aber dann kriegen sie schon mal Schaden zumindest. Auch wenn die sich da ein bisschen verteilen. Wobei der eine Typ läuft gerade hoch und ist wieder runtergelaufen. Okay. Also der hier. Wieso hat sich das denn schon aktiviert? Hier ist auch keiner vorbeigekommen. Naja, gut. Ich warte lieber mit den Geld. Ich habe gerade gedacht, ob ich oben vielleicht nicht nochmal so ein Ding mache, um das ein bisschen zu beschleunigen. Aber wir sollten das ein bisschen anders machen vielleicht. Hier gibt es nämlich nur so eins. Kurze Überlegung. Machen wir irgendein Element dazu, oder? Ja. Mit Steinschild. Mit Steinschild. Was war gut? Feuer weniger. Geo eigentlich. Aber Geo habe ich hier gerade nichts. Machen wir Elektrik? Ne, machen wir Feuer. Kann ich das drehen? Nein, da kann man nichts machen. Genau. Feuer und irgendwas mischen vielleicht. Wobei, diese beide sind so weit voneinander entfernt. Lassen wir es erstmal so. Was sagen denn die Karten? Haben wir noch keine? Okay. Gesunde Gegner. Ich würde das hier machen. Geschwindigkeit. Verstärkt die Reichweite von kuriose Vorrichtung krachende Balliste, sodass diese Vorrichtung weitere Entfernung. Ja, habe ich jetzt nicht gebaut. Wütend Donner habe ich auch gerade. Feuer haben wir wieder. Verstärkt die Reichweite, verstärkt den Angriff. Reichweite oder Angriff? Angriff wäre besser. Repariert die Anordnung, stellt ihre 5 LP wieder her. Bla 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 bla. Erneut ziehen. Ja, ich kriege irgendwie nur die gleichen Sachen, ne? Verstärkt Angriff. So. Stimmt, das ist das, was man für die Stäbchen ja nicht kriegen kann. Nur ich hätte irgendwie noch was anderes erwartet. Naja, gut. Probieren wir es mal.
Jetzt habe ich nämlich etwas, was auch ein bisschen Schaden macht, hoffentlich. Okay, irgendwie so gar nichts. Das ist nicht so schön. Zack. Aber Verwirbelung. Vielleicht ist das, was ich brauche. Holy shit. Ja, dann würde ich Elektro und Wasser machen. Hier. Oder ne, Eis, 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 Eis. Definitiv Eis. Und muss ich noch kurz warten. So. Das Feuer hat nicht so viel. Ja, doch ein bisschen. Der eine hat gerade kassiert, aber ja doch, der hat ein Schild. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt der nächste Gegner wieder. Sollen ja diese fetten Heliurschen noch kommen. Gucken, wie es da ist. Eis ist auf jeden Fall gut, einfach weil der eine hatte ja laut der Beschreibung, also war eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit gewesen. Ich überlege gerade, ob ich doch Feuer oben doch austauschen sollte. Naja, gut. Noch geht es halt, aber naja. Zack. Wie die einfach umfallen. Gut. Schöner Regenbogen immer, wenn man die hittet. Also Verwirbelung, Feuer und das andere. So, was kommen als nächstes? Jetzt kommen die Steinschild, Steinschild, flottfüßig. Dieser Gegner hat eine extreme Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, ich muss den irgendwie freezen. Oder ich werde den wieder zurückstoßen versuchen. Ach, jetzt habe ich mich verklickt. 100 verloren. Uff. Ich hoffe, dass der sich wegstoßen lässt und dass die dann den in den Gruben schmeißen. Das Problem ist, ich muss vorher noch irgendwie Schaden verursachen. Drehen, drehen, drehen. So. Verringert die Bewegungsgeschwindigkeit in den Gegner und gibt den Spieler beim Besiegen von ihm. Ja, okay. Ach so, da habe ich schon was benutzt. Ich werde es hier versuchen, vielleicht. Was war das hier? Es explodiert, sobald Gegner sie berühren und lässt einen getroffenen Gegner resonieren, versteinern. Ach, zerstört sich danach selbst. Okay. Ach so, ich kann keine mehr bauen. Ach Mist. Wisst ihr was? Dann muss ich wieder Karten ziehen. Das ist uninteressant. Erhöht die Verteidigung. Auch uninteressant. Ey, ist nur so Sachen. Also jetzt auch nichts mit Feuer gerade, ne? Das ist es halt irgendwie voll merkwürdig. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Angriff, da war auch was mit Eis. Ist das die letzte Runde? Nein, ist es nicht. Dann warte ich lieber noch, falls ich was ändern muss. Ah, sind doch ein Tick schneller als gedacht. Lassen sich auch nicht wegstoßen, kann das sein? Wieso hat das denn ausgelöst? Wieso lösen die Dinger manchmal früh aus? Uff. Schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann drehen wir das. Ich muss es so rum machen. Kriegen nicht genug Schaden. Die kriegen nicht genug Schaden. Dann wisst ihr was? Machen wir nochmal was anderes. Bauen. Das hier. Oder, komm, machen wir das da. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist schon lost. Der ist auf jeden Fall lost. Die anderen noch halten die gut, aber jetzt kommt noch so einer. Wie viel kann ich denn kassieren? 20. In der Summe natürlich, weil wir haben schon 2 verloren. Dann baue ich das Ding auch um. Dann haben wir Freeze. Umbauen. Ja. Ja, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber auch nicht gut. Das Eis hilft definitiv, also Wasser und Eis. Ja, wobei doch, die kassieren. Was ist mit denen hier? Der hat gar nichts mehr. Alter, das Ding trifft auch gar nicht. Ja, okay. Das hier nicht gut.
Drehen wir es in die Richtung. Du bleibst da. Du bleibst definitiv dort. Da muss ich vielleicht doch ein oder anderes Animo-Ding ändern. Vielleicht da oben sogar. Aber die kleinen Dinger gehen halt auf jeden Fall drauf oben. Das heißt, eigentlich ist es überflüssig, oben was zu ändern. Wobei das Feuer... Wobei ich ersetze vielleicht die Animo oben in der Mitte mit Hochgeschwindigkeit, bla bla bla. Dieser löst alle 15 eine Druckwelle aus. Dass ich das hier oben ändere. Ich mache in der Mitte Wasser. Nein, ich mache das hier Wasser. Wasser umbauen. Das da Wasser umbauen. Und das da Freeze. So, jetzt stimmt es. Hier bin ich noch am Überlegen, wie ich das am sinnvollsten mache. Allerdings würde ich auch mal gucken. Genau, irgendwas mit Eis. Oder ja, Feuer habe ich jetzt gerade nichts mehr. Ja, nee, haben wir nicht. Eis. Um zwei. Der Angriff fällt. Blablabla. Okay. Hier ist noch was. Warum sieht das so krass aus? Auch weil die so teuer ist. I feel like running. Was auch immer ich gerade gedrückt habe. Ich habe darauf nicht geachtet. So. Okay. Nächste Runde. Werdet nass und friert ein. Okay. Die rushen das so heftig gerade durch, ey. Holy. Zack. Alter, wenn die alle einfach so durchkommen, als wäre das nichts, ey. Super. Alter. Da sind gerade viele durchgekommen. Okay, da muss ich irgendwas dran ändern. Jetzt sind die eingefroren. Die sind auch eingefroren. Jetzt bleiben die erstmal so. Ah, oder auch nicht. Oder auch nicht. Wasser umbauen. Ich sollte es ersetzen mit, wie heißt das? Diese Animo. Animo macht auch schon diesen Flächenschaden. Alter, ich komme hier durch, als wäre das nichts. Hier, Freeze. Ich glaube, das ist schon zu Ende, ne? 15, 16, 17, 18. Drei Stück noch. Nee, 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 nee. Ach, wieder diese Kombination. Umbauen, Freeze. Mir bleibt halt nichts anderes übrig. Umbauen, Freeze. Da, achso, das muss ich entfernen. Abbauen. Hier Animo, um sie nach vorne zu schießen. Ja. Das kann ich auch erstmal abbauen und ich versuche sie. Was heißt es das, ne? Animo. Drehen wir das Ding so? Ja, ich muss gucken. Was sagen die Karten denn? Steckt den Angriff, erhöht damit die Angriffsstufe dieser Vorrichtung. Habe ich gleich zweimal. Versteckung und verringert damit die Bewegungsgeschwindigkeit. Das muss ich auf jeden Fall machen. Das muss ich auf jeden Fall machen. Habe ich nicht. Dass die Vorrichtung weiter entfernt Gegner. Ich versuche es trotzdem. Schon wieder. Wieder Angriff reduziert. Das. Das hier. Dö, dö, dö. 19. Ich gebe jetzt einfach mal alles dafür aus. Ich hole jetzt nur noch auf die Elemente, um was ich gebaut habe. Das hier. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Verstärkt. Da habe ich nicht so Bock zu. Wieder sowas. So. Holy shit, irgendwas ist da passiert. Okay, das war's. Okay, paar habe ich gefreezed, damit das sich ein bisschen entzerrt.
Oh, okay. Aber das bringt nichts, weil die zwei fetten Geodinger, ja, die lassen sich nicht so einfach freezen. Oder doch? Dann habe ich nichts gesagt, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass es ausreicht. Ja, weil wenn sie diesen Bereich überschreiten, ist dann sowieso, ja. Oh, der ist geflogen. Aber hat leider, ja. Ich glaube, das ist verloren, weil es dürfen nur noch zwei rein, eine, null, okay. Dieser eine Buff, den ich in der letzten Runde und in dieser Runde habe, dass die Dinger hier ein bisschen beschädigt sind. Dass sie weniger Angriffsschaden machen, das war, ja, das Problem gewesen. Das war definitiv das Problem gewesen. Ja, schade eigentlich. Eigentlich hätte es klappen können, es war ja nicht mehr so viel, nur... Ja... So Geo-Sachen wären halt nice, dass man irgendwie so eine Geo-Statue bauen kann oder irgendwie was in der Art, weil die Schilder, diese Steindinger, kriegt man nicht so einfach weg mit den Elementen, die wir hier hatten. Ich wollte noch was gucken, allerdings sehe ich da gerade nichts. Achso, stimmt, wir haben ja vor nicht so allzu langer Zeit. Achso, ich muss erstmal zoomen. Was ist das denn? Hauptsache hier. Wellenreiter. Oh, wisst ihr was? Können wir doch mal machen, oder? Wellenreiter. Ha, bisschen Bötchen fahren. Aber seit die noch drin sind, wieso eigentlich auch nicht als Tagesherausforderung, oder? Da gibt es ja auch wieder Urgestein. Ich weiß halt nicht, ob ich in der nächsten Episode das noch weitermachen werde, dieses Minispiel, weil eigentlich ist es nicht schlecht. Aber es ist halt immer so eine Sache. Ich kann jetzt wirklich schlecht 20 Folgen nur für das investieren. So. 20 Folgen nur für... Warte, wie komme ich da hin? Am sinnvollsten. Dafür investieren, weil wir wollen ja auch weiterkommen. Wir kriegen zwar halt Urgestein... Ah, ich habe das vergessen zu beachten. Ach, wisst ihr was? Ihr wollt Stress? Ist ja alle nass, also von daher... Auch wenn das Wasser leider nicht so tief ist. Hat mich getroffen, aber... Und hauptsächlich bin ich schon wieder fast down, deswegen. Ach, die sind so nervig. Jetzt kommen noch weitere, die sich einmischen. Achso, nee, das ist der von eben. Okay. So, ah, Ember hat sich ein bisschen gedreht. Das heißt, man kann die Gruppe wirklich nicht so krass ins Wasser schmeißen. Solange die aber nass bleiben. Hauptsache, der liegt auf der Wasseroberfläche. Es soll ja Menschen geben, die können ja schwimmen. Weil sie halt nicht untergehen können. Ich gehöre definitiv nicht zu dieser Sorte, Mensch. Aber wozu auch? Alter. Da hinten ist der Typ noch am Leben. Hey. Kann mir das jemand erklären? Ah. Teleportiert er sich einfach weg? Das war echt gerade merkwürdig. Zack. 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 Das war's. Achso, ne, da oben kamen wir gerade her, aber die Truhe haben wir. Ach, hier gibt's so ein blaues Vieh. So, so kam auch auf die Treppe drauf. Sogar wertvolle Truhe. Wo ist das? Es bewegt sich manchmal 10 Meter, manchmal nur 5 cm. Okay, wo willst du mich denn hinführen? Ach so, da ist ja auch was. Klickling. Touren. Ach, wahrscheinlich haben sie das auch eingeführt wegen den Booten. Immunität. Wer ist da wieder respawned? Alter, lass mich doch hier irgendwie... Hier raus aus dieser Ecke. So. So. Schon ist es weg. Naja, gut. Ist halt so. Hä? Wieso laufen die da auf einmal? Naja. Irgendwie ist es gerade voll ziemlich merkwürdig. Wahrscheinlich denke ich gerade zwischen so zwei Ladepunkte oder so. Mission zu erledigen, ja, sofort. Ich will aber auch erstmal hinkommen. Hey, was machen die Hylioschen da auf dem Wasser? Üben die eine Kampftechnik? Das Wasser ist hier ziemlich tief. Wenn die Hylioschen ins Wasser fielen... Du meintest... So?
Sack. Ja. Wir müssen in die Richtung. Ach, Mist, Alter. Ich check das manchmal mit der Puppe nicht. Dass sie nicht sofort auf die Puppe anspringt. Das ist ja klar, aber... Manchmal vergeht dann doch mehr Zeit und trotzdem wollen sie... Ja, so wie die, der wieder. Ah, ich hatte den in der Position, den wegzustoßen. Alter. Ich will das unbedingt so machen. Oh, okay. Das war nicht gut. Wobei, der will hinterher. Oh, okay. Bitteschön. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen farmen in den nächsten paar Episoden. Ah, es kommen noch mehr. I don't care. Er hat die Puppe runtergestupst. Wie kannst du nur? Ey, ey, ey. Oh, Mist. Jetzt muss ich irgendwie hochkommen. So. So. Ich hab die Puppe gesehen. Definitiv. Zack. Zack. Sofort weg. Ach, Mist. Ich bleib wieder stecken. Aber der ist sofort weg. Konzentriere dich auf diese Puppe. Zack. Wo ist der andere? Da. Achso, ich muss den ja erstmal schmelzen lassen. Ach, wisst ihr, was mir los ist? So. Zack. Achso, nee. Ich dachte, ich kann den mit Ningwans Mauer sozusagen schon runterkicken. Aber ihr seht ja selbst, wir sind echt noch zu schwach. Wir sind nicht da, wo wir vorher waren, von der Stärke und Schaden her. Also von daher, so ein paar Farm-Episoden wären nice. Auch vor allem Artefakte. Artefakte ist das, was wir sehr viel brauchen. Und zumindest die richtigen Artefakte, das ist natürlich auch so eine Sache. Cryo is always far more effective in the rain. So. Ach komm, lassen wir sie an der Statue der Sieben wieder beleben. Ah, da lag noch was. Okay, eine Tagesmission haben wir geschafft. Wo sind denn die nächsten potenziellen... Hier wäre was, das heißt, ich werde mich hierhin teleportieren. Zack. Wieder beleben wir alle Charaktere direkt. Achso, ich dachte, da lag da was. Ah. Genau, sind alle geheilt. Dieses Vieh hier. Was ist das denn? Da ist so ein Kreis. Warte, in welche Richtung gucke ich denn gerade? Achso, wahrscheinlich liegt hier irgendwo was. Naja. Wie es weitergeht, werdet ihr dann in der nächsten Episode sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil so könnt ihr mich aktiv am besten supporten. Ihr müsst meinen Kanal nicht mehr raussuchen. Das heißt, ihr könnt auch nichts mehr verpassen. Auf jeden Fall klickt auch direkt mal das Glockensymbol mit an, denn dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte, denn ich streame auf YouTube und nicht auf Twitch. Streams werden sonst zeitnah auf meine Social Media Kanäle angekündigt, die ebenfalls verlinkt sind. Dort poste ich zwischendurch auch Kurzclips von anderen Spielen, einfach nur so ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen werden in der Regel beantwortet und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!